Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilder und die Nachrichten, die uns in den vergangenen Wochen aus Myanmar erreichten, sie sind erschütternd. Wir sehen Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Wir sehen Einsatz scharfer Munition durch die Sicherheitskräfte und sogar das Prahlen damit. Es gibt viele Tote und zahlreiche Verletzte unter den friedlichen Demonstranten. Wir sehen Einschüchterungsversuche durch das Militär gegen Journalisten, die über die Proteste berichten wollen. Und wir sehen unwillkürliche Verhaftungen in großer Zahl. Diese Bilder und Nachrichten führen uns deutlich vor Augen, der Militärputsch in Myanmar erfolgte gegen den ausdrücklichen Willen der Bevölkerung. Die Menschen wollen, dass Myanmar zurückkehrt auf einen Demokratisierungskurs, für den die Novemberwahlen stehen und gestanden haben. Sehr viele Menschen in Myanmar sind bereit, unter Einsatz ihres Lebens für demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung ihres Landes einzutreten. Wir sind wie Wasser. Man kann uns nicht aufhalten, rufen sie auf den Straßen. Und wir stehen an der Seite dieser mutigen Männer und Frauen, die Gebrauch machen von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, tödliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist richtig und wichtig, dass die Bundesregierung diese Gewalt durch Sicherheitskräfte sowohl öffentlich wie auch in Gesprächen mit Vertretern Myanmars auf das Schärfste verurteilt hat. Dass sowohl der Hohe Vertreter der EU, Josep Borrell, der EU-Generalsekretär Guterres als auch die Außenminister der G7 sich in diesem Maße geäußert haben, zeigt, wie breit diese Position weltweit getragen wird. In Myanmar zeigt sich einmal mehr auf der Welt die Kraft einer Zivilgesellschaft und die Kraft der Idee der Demokratie. Unsere gemeinsame Forderung ist und muss sein, dass Myanmars Sicherheitskräfte ihre Gewalt gegen Demonstranten sofort beenden, dass Menschenrechte und das Völkerrecht in und von Myanmar geachtet werden muss, dass die zahlreichen willkürlichen Verhafteten freigelassen werden, dass die festgenommenen Spitzenpolitiker, darunter San Suu Kyi und Staatspräsident Win Myint, umgehend freigelassen werden, dass rechtsstaatliche Prinzipien in Myanmar wieder respektiert werden und dass die gewählte Zivilregierung wieder eingesetzt wird, damit eine Rückkehr zur demokratischen Ordnung möglich ist. Dann braucht es einen politischen Dialog, der den Boden für die Rückkehr auf den Pfad der Demokratisierung bereitet. Ich begrüße, dass wir das Engagement sehen für eine Lösung der Krise in Myanmar von den Nachbarstaaten im Rahmen der ASEAN. Es war ein Erfolg, dass es am 2. März zu einem informellen ASEAN-Außenministertreffen gekommen ist, bei dem die Situation in Myanmar Thema war. Und das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit bei den anderen Dingen, die wir in der ASEAN-Geschichte erlebt haben. Bundesaußenminister Heiko Maas hat darauf ausdrücklich hingewiesen und auch zu Recht. Auch die Rolle der Sondergesandten der Vereinten Nationen für Myanmar, Frau Christine Schraner-Burgener, eröffnet Myanmars Militär eine Chance auf einen politischen Ausweg aus der Krise über den Dialog. Angebote zum Dialog gibt es also durchaus. Richtig ist aber auch, dass die EU sich zugleich darauf vorbereitet, jene Personen mit gezielten Sanktionen zu treffen, die direkt für den Militärputsch und damit für die Verbrechen auf der Straße verantwortlich sind. Wir sind es Myanmars Zivilgesellschaft schuldig, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die das Recht aller Menschen auf freie Meinungsäußerung und demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung niederschießen lassen. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, festzuhalten, dass wir auch in der Vergangenheit, als Myanmar auf Demokratisierungskurs war, manches Mal höhere Erwartungen an Myanmars Regierung hatten, als diese zu erfüllen bereit war. Der Umgang mit der Minderheit der Rohingya sei in diesem Zusammenhang genannt. Ich habe bei meinen Besuchen die Hoffnungslosigkeit der Menschen vor Ort erlebt und werde sie wohl nie wieder in meinem Leben vergessen. Alle Menschen in Myanmar verdienen die Chance, dass die Regierung ihres Landes auf einem Demokratisierungskurs zurückkehrt und so ihren Einfluss auf politische Prozesse auch ermöglicht. Dass wir nicht zögern, auch eine auf Demokratisierungskurs steuernde Regierung in Naypyidaw an ihre Verpflichtungen, etwa zum Schutz von Minderheiten, zu erinnern, haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Wir sind wie Wasser, sagen die Menschen. Man kann uns nicht aufhalten. In Ostfriesland hätte man gesagt, tegen Back oben kannst nicht angaben. Es ist unsere Aufgabe, sagen die Menschen, hier zu demonstrieren. Die Menschen kämpfen um ihr Land, ein Land,
mit enormen Potenzialen und mit enormen Perspektiven. Und sie kämpfen um ein Land in einer Region mit einer großen Zukunft. Die Menschen setzen sich ein mit friedlichen Mitteln für Frieden und Demokratie. Sie haben unsere Hilfe verdient. Nach Naypyidaw muss nun demokratische Offenheit zurückkehren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der AfD hat das Wort der Abgeordnete Professor Dr. Lothar Mayer.